Schön, dass ich euch heute wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Ich stehe im Freien, das bedeutet noch lange nicht, dass ich mal wieder ein Outdoor-Smartphone vor der Kamera habe. Nein, ich habe heute eine Überraschung für euch. Ich habe mal wieder ein in Deutschland produziertes Smartphone im Review. Dankenswerterweise stellte mir das Gigaset zur Verfügung und das werde ich euch im Nachfolgenden vorstellen. Dass ich jetzt im Freien stehe, liegt einfach daran, dass nämlich jetzt der Display-Test im Freien folgt. Ja, was macht der Display-Test im Freien für einen Sinn? Ich hoffe, dass ich einigermaßen helles Licht habe. Im Monat November ist das immer etwas schwierig. Ich will euch einfach sich zeigen, inwieweit die Tageslichterkennbarkeit des Displays tauglich ist. Ihr seht hier mehr Reflexionen als Helligkeit. Gehen wir einfach mal in die Einstellung des Displays und sehen, hier ist die Helligkeit auf volles Niveau aufgedreht. Ich kann natürlich auch die Display-Helligkeit verändern. Also ich kann das dunkle und das helle Design wählen. Ich zeige euch das jetzt beim dunklen Design, weil ich euch eine Farbtafel zeigen will und blende euch dann im Video die gemessenen Helligkeiten ein. Ich muss dazu sagen, die Helligkeiten haben mich nicht sehr optimistisch bestimmt. Und jetzt werden wir das einfach mal testen. Dazu benutze ich immer einen Screen-Test, der Farbtafeln durchblättert und blende euch dann immer die Helligkeitswerte dazu, die ich also gemessen habe. Ihr seht, es ist natürlich einigermaßen Erkennbarkeit, selbst wenn die Helligkeit hier keine Spitzenhelligkeit ist. Mit 480 Lumen, die ich ausgemessen habe, ist es aber trotzdem noch einigermaßen tauglich, im freien Umgebungslicht erkannt zu werden. Jetzt gibt es da so einen kleinen Härtetest. Ich gehe nämlich einfach in die Kamera-Applikation und prüfe, ob ich in der Helligkeit auch das Motiv erkenne. Und das ist gegeben. Also ich kann hier das Motiv gut erkennen. Natürlich auch im Weitwinkelbereich. Die Kamera hat ja mehrere Sichtwinkel. Und ich schaue mich mal an, mal sehen, ob ich auch in der Frontkamera einigermaßen Erkennbarkeit habe. Da seht ihr gleich mein Environment. Da könnt ihr mal einen kleinen Blick drauf werfen. Ich bin ein Amateur. Es ist nicht so umfangreich. Ja, also die Helligkeit ist ausreichend, um im freien Tageslicht erkannt zu werden. Sonne habe ich, ihr könnt das ja jetzt hier vielleicht ein bisschen erkennen. Ich habe im November einen freien Himmel, also ich habe also auch Sonne, die mir jetzt ins Gesicht scheint und natürlich auch die Sichtbarkeit des Displays ein klein wenig beeinflusst. Das war der Test der Helligkeit. Bei dieser Gelegenheit schauen wir uns das vielleicht auch gleich mal bei Tageslicht etwas genauer an. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Design von Gigaset. Hier habt ihr die Glasrückwand, die nicht empfindlich ist für Fingerabdrücke. Hier habt ihr den Fingerabdrucksensor und hier seht ihr die Kamera-Applikation, so eine Triebelkamera. Das werde ich euch dann im Nachfolgenden alles noch ziemlich genau versuchen zu erläutern. Ich wollte euch hier nur mal einen Blick auf das Design im Tageslicht gestatten. Mir gefällt das Design. Es ist allerdings sehr glatt. Es kann also sehr, sehr leicht aus der Hand rutschen. Es gibt also auch keine Möglichkeit, einen Silikonbumper drüber zu ziehen. Jedenfalls kommt keiner mit. Bleiben wir gleich hier dabei und gehen gleich hier mal so ein bisschen durch die Einstellungen durch. Wir schalten das jetzt auf helles Tageslicht, damit ihr das vielleicht besser erkennt. Also auf helles Design. Hier seht ihr die Kurzeinstellung, die man natürlich auch konfigurieren kann. Man kann also hier
Schutzkarte austauschen. Man kann zum Beispiel den Datenverbrauch hochnehmen und den Hotspot runternehmen. Also das kann man nach seinen eigenen Wünschen konfigurieren. Das ist immer sehr, sehr, sehr nützlich, damit man schnell in bestimmte Einstellungen gerät. Hier seht ihr die Systemeinstellung, das sind keine Überraschungen drin, die werde ich euch dann im Zimmer etwas näher erläutern. Ansonsten seht ihr, alles läuft flüssig, alles ist gut erkennbar. Die Farben sind natürlich auch genügend erkennbar. Der statische Kontrast ist ja so schlecht eher nicht. Ja, da beginnen wir das Review gleich einmal mit einem verpassten Anruf. Jetzt müsste ja laut Theorie eine Message-Leuchte uns das symbolisieren. Schauen wir mal. Tatsächlich, hier seht ihr eine weiße blinkende Message-Leuchte, Message-LED, die symbolisiert, dass wir einen Anruf verpasst haben. Jetzt können wir uns auch gleich um das Entsperren kümmern. Wir haben hier auf der Rückseite einen Fingerabdrucksensor, den nutze ich jetzt zum Entsperren. Ihr seht, das funktioniert tadellos. Das gleiche könnten wir jetzt auch mit der Gesichtsentsperrung machen. Ihr seht, ich schaue das Ding jetzt gerade nicht an. Jetzt blicke ich in Richtung Display. Drücke hier nochmal auf die Gesichtsentsperrung und schon ist das Display entsperrt. Für diejenigen, die es nicht glauben wollen, noch einmal, ihr seht, ich habe jetzt das Display nicht im Blick. Hier unten seht ihr das Symbol, ich kann das für die Gesichtserkennung wiederholen, das versuche ich jetzt. Und schon ist das Display entsperrt, weil ich ja meinen Blick darauf gerichtet habe. Ihr seht, das ist ein Blick in den Launcher. Der ist natürlich flüssig bei dem verwendeten Octa-Core-Prozessor und bei der Größe des Rahmens sollten hier keine Probleme entstehen. Das funktioniert alles tadellos. Es gibt natürlich auch dieses Shortcut-Menü, also dieses Kurzmenü, hatte ich euch ja schon angedeutet. Das kann man konfigurieren. Hier kann man auch das dunkle Design, was ich gerade jetzt benutze, auf das helle Design umswitchen. Wir werden das Review mit dem dunklen Design erleben. Hier kommt man in die Einstellungen. Jetzt kehre ich einfach wieder zurück. Die Oberfläche nach rechts, nach links kommt man in die Google Apps. Das kann man auch verhindern, indem man das einfach einstellt. Langes Drücken auf die Startbildschirmeinstellungen gehen und das Google App Anzeigen verhindern. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Und ihr seht, ich navigiere hier nicht mit irgendwelchen Onscreen-Tasten, sondern ich navigiere hier mit den seitlichen Sliden und einen Touch. Warum ich jetzt hier über dieses Sliden auf dem Display mich durch den Launcher navigieren kann, das ist in den Einstellungen verborgen und das schauen wir uns als erstes mal in den Einstellungen an. Da kommt man hier auf den Punkt Navigationsleiste und hier ist alles erklärt. Wir können natürlich auch die virtuellen Tasten uns einblenden, also die Onscreen-Tasten uns einblenden und nutzen. Und die kann man dann auch noch mit einem Button versehen, der diese Navigationsleiste verbirgt. Das war die erste Einstellung, die einigermaßen interessant zu sein scheint. Einen Blick in die Display-Einstellung werfen wir auch noch. Natürlich kann man die Helligkeit einstellen, man kann die auch auf automatische Helligkeit stellen. Man kann die Dauer des Displays einstellen nach Aktivierung, also wie lange es aktiv sein soll. Man kann Hintergründe wählen, hier kann man das dunkle Design verändern. Und, das ist ganz wichtig, man kann auch die Animation dieser Message-LED auf Blinken oder Atmen stellen. Ich habe es ja mit Atmen vorgeführt. Wir haben auch ein Nachtlicht. Hier oben ist, kann man das sehen. Das ändert sozusagen die Farbtemperatur in der Nacht, sodass ihr beruhigt einschlafen könnt. Früher hatten wir
dass in einer Suite hier verbirgt sich, dass in dem Bildschirm Farbmodus-Einstellung. Ihr könnt also jetzt auch die Farbtemperatur des Bildschirmes auf eure individuellen Ansprüche abstimmen. Ich habe es hier auf Standard stehen. Ihr könnt also hier durch das Wählen dieser Tasten oder eben des Schiebereglers die Farbtemperatur des Displays nach euren Wünschen konfigurieren. Das war erwähnenswert beim Display. Wir können natürlich Fingerabdrücke hinterlegen, das habt ihr ja gesehen. Und wir können natürlich auch die Gesichtserkennung konfigurieren. Das habe ich bereits gemacht. Und hier kann man diese Gesichtserkennung auch für verschiedene andere Modi nutzen. Was verbirgt sich hinter dem Akku? Das ist ganz toll interessant. Hier könnt ihr nämlich, und das kann man nicht überall, bei jedem Smartphone, die Akku-Ausnutzung also den Akkunutzung grafisch euch vor Augen führen. Das ist also vor 20 Stunden das letzte Mal an der Steckdose gewesen und so hat sich das mittlerweile gestaltet bei dem Entladen. Und hier könnt ihr auch erkennen, welche Anwendungen wie beteiligt gewesen sind. Hier könnt ihr natürlich auch die sogenannte intelligente Unterstützung nutzen, wenn ihr das zum Beispiel in die Hosentasche steckt und wollt verhindern, dass es durch irgendwelche Berührungen in der Hosentasche ausgelöst wird, da könnt ihr die Sensibilität des Abstandssensors nutzen. Man kann natürlich auch einen Dreifinger-Screenshot konfigurieren, das habe ich jetzt euch gezeigt und das kann man also auch in diesen Einstellungen erledigen. Ja, ich stelle euch ja ein Telefon vor und deshalb wollen wir in den Konfigurationspunkt Mobilfunknetze gehen. Was verbirgt sich dahinter? Das sind die üblichen Einstellungen. Hier könnt ihr das Roaming ändern. Ihr könnt hier auf mobile Daten-SIM-Karte ändern. Ich habe hier zwei SIM-Karten drin. Das mobile Daten habe ich jetzt auf der O2-SIM-Karte. Interessant ist auch, dass wir hier 4G-Anrufe ermöglichen können. Das heißt also, wir können auch mit LTE-Qualität telefonieren. Und mit dieser LTE-Qualität können wir natürlich auch die Sprache bei der Kommunikation verbessern. Interessant sind noch Funktionen wie erweitert, nämlich die WLAN-Telefoniererei könnt ihr hier vorausgesetzt eurem Mobilfunkanbieter bietet ein- und ausschalten. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was haben wir für ein Telefon vor uns. Gehen wir in die Einstellung über das Telefon. Hier könnt ihr alle notwendigen Angaben zum Telefon finden. Natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, nach der Android-Version zu schauen. Ich habe natürlich die Android 10-Version bei diesem Smartphone zur Verfügung. Hier könnt ihr auch sehen, wann das letzte Sicherheitsupdate installiert worden ist. Das letzte Sicherheitsupdate ist also vom 5. September. Das ist ziemlich aktuell. Wenn wir einmal schon bei den Geschichten über das Telefon sind, schauen wir uns jetzt auch noch einmal die Parameter des Telefons etwas genauer an. Ich nutze dazu immer eine entsprechende Anwendung zur Anzeige dieser Parameter. Hier zunächst die Übersicht. Wir haben ja schon mehrfach erwähnt oder festgestellt, dass wir einen Octa-Core-Prozessor haben, der in zwei Clustern organisiert ist. Diese beiden Cluster bzw. deren aktuelle Frequenz wird hier eingeblendet. Gehen wir einfach mal weiter. Hier seht ihr, wir haben den MediaTek Helio P70 in Verwendung. Das ist ein Hochleistungsprozessor, der für Smartphones der Mittelklasse eingesetzt wird. Dieser ist hier so getaktet, dass es eine Cluster bis maximal 2 GHz und das andere Cluster bis 2,1 GHz getaktet werden kann. Wir haben auch eine relativ leistungsfähige Grafikeinheit hier mit Mali-G72MP3 bezeichnet. Die gestattet uns eine Auflösung des Displays von 2340x1080 Pixel, das sind insgesamt 409 ppi. Das ist schon eine wunderschöne Sache, denn wir haben hier ein Full-HD-Display. Die Bildschirmdiagonale ist 6,3 Zoll und wir
Die Bildschirmwiederholfrequenz ist 60 Hertz. Wir haben 4 GB RAM, das ist für solche Smartphones ausreichend zur flüssigen Bedienung und zum schnellen Aufrufen von Anwendungen. Wir haben den LPDDR4X mit 1,8 GHz getaktet zur Verfügung und wir haben auch zur Unterstützung des RAMs noch einen sogenannten virtuellen RAM, der hier mit 2 GB zu Buche schlägt. Wir haben einen relativ in der heutigen Zeit kleinen ROM-Speicher, also Speicher, in denen die Programme, die Anwendung und das System untergebracht ist. Man kann das auch erweitern, wie das könnt ihr in meinem Textreview nachlesen. Wir haben natürlich Bluetooth-Unterstützung. Es wird in dem Datenblatt 5.0 angegeben. Es wundert mich ein bisschen, der Helio P70 SOC kann eigentlich nur 4.2 Bluetooth. Und wir haben natürlich eine Host-Unterstützung. Wir können also OTG nutzen. Wir haben natürlich den Fingerabdrucksensor, den habe ich euch schon gezeigt. Wir haben keinen Infrarotsender. Und wir haben eine NFC-Unterstützung. Das bedeutet, wir haben eine Möglichkeit, kontaktlos zum Beispiel zu bezahlen. GPS haben wir auch und wie, das zeige ich euch jetzt. Vorher werfen wir allerdings noch einen Blick auf die verbauten Sensoren. Die sind komplett, da gibt es also keine Lücken, die man finden kann. Also die breite Palette aller gängigen Sensoren ist verbaut. Hier seht ihr auch ein paar Proximity-Sensor und Lichtsensor, die muss man dann noch nicht erstmal über das Annähern versuchen mit Werten auszurüsten. Ein Blick auf die GPS-Empfänger. Ihr seht, wir werden hier mit 3 Systemen versorgt. Das heißt also, das Smartphone empfängt tatsächlich GPS-Signale, GLONASS-Signale und Beidou-Signale. Wie im Datenblatt versprochen, Galileo kann es nicht empfangen. Das liegt einfach daran, dass der SOC, der P70, zwar 4 Systeme empfangen kann, aber nur 3 gleichzeitig. Das heißt also, man muss dann eines dieser Systeme wegkonfigurieren und Galileo dazu konfigurieren. Da müssen wir mal sehen, ob Gigaset vielleicht noch in einem nachträglichen Firmware-Update einiges verändert. Die Genauigkeit ist ausreichend. Eine kurze Online-Navigation blende ich euch jetzt ein. Ja, das ist die Ausgangssituation des GPS-Signales. 3 Systeme werden empfangen, GLONASS, GPS und Baidu. Die Genauigkeit liegt jetzt im Moment bei 2 Meter auf der horizontalen Ebene. Rechts abbiegen auf Hochzollerstraße, dann erreichst du das Ziel. Okay, das soll jetzt erstmal genügen. Schauen wir nochmal nach dem GPS-Signal und beenden die Navigation. Wir wollen natürlich wissen, für welche Empfangsfrequenzen das Smartphone ausgerüstet ist. Da schauen wir uns einmal in den Entwickleroptionen um. Hier sehen ihr im 2G-Bereich und im 3G-Bereich sind alle in Deutschland und in der Europäischen Union üblichen Frequenzen empfangsbereit.
Im LDE-Bereich gilt das Gleiche. Ihr seht, da ist das Band 1, 3, 5, 7, 8 und natürlich auch das Band 20 verfügbar. Ja, das waren die Empfangsbereiche. Jetzt wollen wir uns mal um die Empfangsfeldstärken kümmern. Und jetzt seht ihr, ist hier auch ein LTE-Signal in ausreichender Feldstärke vorhanden. Ich bin nicht allzu weit vom Sendemast entfernt. Ich bin aber im Gebäude und habe mit dem Band 20 einen hervorragenden LTE-Empfang. Wir können bei der Gelegenheit uns auch gleich mal erkundigen, wie geht es denn eigentlich meinen WLAN? Das mache ich immer an der gleichen Stelle. Hier seht ihr hohe Empfindlichkeit im 5 GHz Band und die gleiche gute und hohe Empfindlichkeit habe ich auch im 2,4 GHz Band. Ich gehe dann immer in diesen Stabilitätstest und prüfe die Stabilität der Verbindung. Die ist natürlich auch von der Feldstärke abhängig und ihr seht, ich habe auch mit den WLAN dieses Smartphones null Probleme, ausreichend empfindlich und sehr, sehr stabil. Ja, einige von euch werden sich gefragt haben, warum steht die ganze Zeit das Mikrofon in der Nähe. Das werdet ihr jetzt gleich erleben. Jetzt werden wir uns klein wenig um die Soundqualität kümmern. Zunächst starten wir erstmal einen Anruf. Es liegen keine Nachrichten für Sie vor. Sobald eine neue Nachricht auf Ihrer Mailbox eingegangen ist, werden Sie über eine Kurznachricht im Display Ihres Mobiltelefons informiert. Was man jetzt vielleicht schon etwas erahnt und gehört hat, ist, die Qualität des Lautsprechers hat mich überrascht. Er klingt überraschend voluminös. Er hat also auch Bässe. Das ist man bei solchen Smartphones eher nicht gewohnt. Dann testen wir gleich mal das Mikrofon. Ich muss dazu sagen, es gibt auf der Rückseite kein Geräuschdämpfungsmikrofon. Es gibt nur an der Unterseite diese Mikrofonöffnung und die werden wir jetzt einfach mal testen. Ich teste jetzt das Mikrofon im Rahmen eines Reviews. Ja, also das klingt schon sehr manierlich. Ja, dann können wir den Sprung zu YouTube gleich einmal wagen. Seht ihr, ich kann natürlich auch ja, ihr wisst, wenn ich das Video aufziehen, sodass ich die gesamte Oberfläche des Displays nutze. Also im Sonnenschein. Ich hatte ja schon mal vom Doji so ein Budget-Smartphone. Also das gibt kein Problem, auch mit dem Abstellen. Kein Problem und ihr hört, der Klang ist ziemlich voluminös. Soweit zu den Klangerlebnissen. Ich sag's mal so, das ist natürlich nichts für den Anwender, der das Smartphone ganz normal nutzt. Das ist etwas mehr für Spezialisten. Das ist ein Blick in die Firmware des Smartphones, welche Sensoren sind eigentlich tatsächlich verbaut. Und dazu gehören natürlich auch die Kamerasensoren. Hier seht ihr für die Main-Kamera, für die Subkamera, für die Main 2 und Main 3 Kameras gibt es tatsächlich auch benannte Sensoren. Die Rückkamera benutzt einen 16-Megapixel-Chip von Omnivision. Das ist übrigens ein neuer Omnivision-Chip. Omnivision hat eine neue Generation von solchen Sensoren aufgelegt. Das gleiche gilt für die Frontkamera. Da wird ein 13-Megapixel-Chip benutzt, der UV13B10. Zweiter Objektiv der Rückkamera, das benutzt dann auch einen Omnivision, und zwar einen 2-Megapixel-Chip, der die Makroaufnahmen uns ermöglicht. Und der einzige, der nicht von Omnivision ist, sondern von Galaxy Core, ist der Sensor hinter dem dritten Objektiv, nämlich der 5-Megapixel-Sensor, der für die Weitwinkelaufnahmen verantwortlich ist. Also, hier gibt es keinen Fake, liebe Freunde, und das kann man an der Kameraqualität auch gut erkennen. Ja, jetzt ein paar Hinweise zu der Kamera ab, liebe Freunde. Die ist
für mich verworren und unnötig komplex gestaltet. Wenn ich die jetzt ausführlich vorstellen wollte, dann brauchte ich eine große und lange Zeit. Ich will euch deshalb nur die wesentlichen Dinge nahebringen. Ihr seht, das ist jetzt ein Blick durch die Rückkamera, und zwar im Fotobetrieb, im Normalbetrieb. Das ist ein Blick durch die Rückkamera im Weitwinkelbereich. Und jetzt vermisst ihr hier schon den Makro als Mode. Nee, da müsst ihr auf weitere gehen. Und in weitere verbergen sich dann weitere Modis, die normalerweise hier unten in der Leiste bei solchen Apps immer zu sehen sind. Das ist nämlich der Makro-Modus. Also da könnte ich jetzt hier auch das Mikrofon etwas vergrößert aufnehmen. Muss ich wieder zurück, muss ich wieder in weitere. Und wir haben natürlich auch den Panorama-Modus. Das heißt also, ich kann auch mit diesem Smartphone Panorama-Aufnahmen machen. Ich muss das einfach nur anhand dieser Linie bewegen. Das ist schon das erste etwas verworrene Durcheinander. Natürlich haben wir hier unten wie immer so eine Leiste, die kann man auch durchziehen. Nachtaufnahme, naja gut. Da könnt ihr schnell in die AI-Einstellungen gehen. Das werde ich euch gleich noch zeigen. HDR, das ist aber eher kein Modus, sondern das ist das Ausgleichen von sehr kontrasthaltigen Belichtungsverhältnissen. Natürlich kann man dann hier auch in Videos leiten. Und jetzt Video und Foto haben jeweils dann unterschiedliche Einstellungsoptionen. Wobei man dann auch noch die Kamera drehen kann, das bin ich jetzt, also das ist die Frontkamera. Es gilt sowohl für Video als auch für die Fotoeinstellung, da kann ich auch auf die Frontkamera navigieren. So, jetzt sind wir in den Fotoeinstellungen. Konzentriert euch auf die obere Taskleiste, da findet ihr auch einige nützliche Geschichten. Das ist das Blitzlicht, wir haben ja hier hinten dieses Dual-Flashlight, was man... Oh, ja, das passiert auch beim Review. Das Ding ist ziemlich glatt, liebe Freunde. Es rutscht mir hier aus den Ständern und es rutscht mir auch da aus der Hand. Aber es hat diesen Sturz unbeschadet überstanden. Also wir waren jetzt hier in der Fotoeinstellung. Ich wollte eure Aufmerksamkeit auf die obere Leiste konzentrieren. Das seht ihr hier, das Blitzlicht, das ist ja nichts Besonderes. Und hier seht ihr schon wieder einen Modus. Da kommt so eine eingekreiselte Person. Was ist das? Drücken wir einfach mal drauf, da wissen wir das. Aha, das ist dieser sogenannte Tiefenschärfe-Modus. Und der funktioniert hier tatsächlich. Das werdet ihr dann auch an den noch eingeblendeten Aufnahmen erkennen. Also das ist erstmal schon gut. Es ist zwar keine so absolute Kantenschärfe, sondern es ist tatsächlich eine Tiefenschärfe. Also das hat mir dann schon gefallen. Hier wird die Intelligenz des P70 toll und gut genutzt. So, gehen wir auf das Zahnrad und da finden wir noch weitere Einstellungen, die sich dann wieder auf die Fotoaufnahmen beziehen. Ja, da werde ich ja natürlich nie überall durch. Vielleicht noch zur Bildgröße. Ja, hier unten kann ich dann verschiedene Bildgrößen einstellen. Wir haben ja den 16 Megapixel Chip, der tatsächlich nur mit 16 Megapixel bei 4:3 Formaten arbeitet. Wenn wir dann das 19:9 Format wählen, dann haben wir nur noch 10 Megapixel. Aber das ist ganz klar, das Bild ist ja dann auch etwas breiter, dann wird das Zeug auseinandergezogen. So, das gleiche gilt natürlich auch für Video. Auch da kann ich einstellen und da kann ich die Videoqualität einstellen und die interessiert uns dann schon sehr genau. Also wir haben hier Full HD Videos, die wir aufnehmen können und drehen wir gleich bei der Gelegenheit mal auf die Frontkamera und gehen da wieder in die Einstellung und gehen da wieder in die Videoqualität. Und da sehen wir, auch da haben wir eine Full HD Einstellung. Also das ist schon klar. Jetzt werdet ihr fragen, na, wo ist denn eigentlich nun die Zeitlupe? Also dann gehen wir halt wieder mal auf die Rückkamera und navigieren uns dann wieder in die Einstellungen. Da finden wir keine Zeitlupe. Wir hatten ja hier hinten weitere Einstellungen gefunden. Und da kommt auf einmal die Zeitlupe und der Zeitraffer zum Vorschein. Also das ist im Großen und Ganzen ziemlich schwer und es dauert eine Weile, ehe man sich in der Navigation dieser Anwendung auskennt.
Es ist zwar Word, aber es ist trotzdem sehr, sehr umfangreich und sehr flexibel. Mit dem Modus, da kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. 96 Megapixel. Ich habe ja nativ nur 16 zur Verfügung. Das würde ja bedeuten, ich multipliziere das einfach nach 16 mal 4. Naja, muss man einfach ausrechnen. Ne? So, und wenn wir die wählen, werden tatsächlich Bilder mit 96 Megapixel geschossen. Das könnt ihr dann vielleicht nehmen, wenn ihr, was weiß ich denn, Plakate drucken wollt. Das ist natürlich nur eine Approximation, aber tatsächlich, und es stimmt, 96 Megapixel. Was anderes total für mich noch interessant ist, und ihr seht, da muss ich auch hier wieder zumachen und da muss ich wieder auf Foto gehen und dann muss ich wieder in die Einstellung gehen und dann sehe ich dann irgendwo den Standort. Das heißt also, ich kann hier meinen Aufnahmen auch die Koordinaten meines GPS-Systems mitgeben und das finde ich auch toll und das geht total gut. Also ihr merkt, total verworren, total kompliziert. Für Leute, die es einfach haben wollen, hier oben gibt es diesen schönen AI-Knopf. Das heißt also die KI, die künstliche Intelligenz, das ist hier noch in Englisch, ja. Und da werden die Fotos in Abhängigkeit der Intelligenz des P70 geschossen, da werden die Modi selbst eingestellt und ihr könnt be beruhigt sein, arbeitet gut und auch die Aufnahmen werden einigermaßen tauglich. Ich fasse die Kamera jetzt zusammen, schaut euch jetzt noch die Aufnahmen an. Ja, ich teste jetzt den Autofokus. Leider sind das graue Novemberaufnahmen, also brillant wird es eher nicht. Also schwenken wir doch einfach mal. Sehen die, der Fokus arbeitet. Ihr seht, dass er arbeitet. Die Belichtung wird ja auch geändert. Wir versuchen jetzt mal mit der Hand auf unendlich zu fokussieren. Da ändert sich eher nicht so toll viel. Wir schwenken jetzt ganz schnell zurück. Auch da ist das Bild noch klar. Und jetzt werde ich einmal mit der Hand nachfokussieren. Da ändert sich höchstens die Belichtungsverhältnisse. Ich hatte das Mikrofon eingestellt. Eine elektronische Bildstabilisierung kann man weder ein- noch ausschalten. Ich weiß nicht, ob die standardmäßig vorhanden ist. Da muss ich mal ins Datenblatt schauen. Ja, das gleiche wiederholen wir jetzt mit der Frontkamera. Ihr seht, da gibt es eher Belichtungsprobleme. Das ist auch eine Full-HD-Aufnahme. Das soll nur beispielhaft darstellen, dass ich auch mit der Frontkamera Full-HD aufnehmen kann. Das Licht ist heute nicht besonders glücklich. Ihr seht ja, in welchen Verhältnissen das sich bewegt. Ja, ich nutze jetzt die Gelegenheit, eine Face-to-Face-Zusammenfassung von den Eindrücken über dieses Smartphone euch nahezubringen. Ich bin jetzt eine Woche lang mit dem Ding unterwegs gewesen. Ich kann sagen, es ist ein gelungener Wurf eines deutschen Herstellers. Natürlich
schimmert die chinesische Technik durch. Das sieht man insbesondere bei den Kamerasensoren. Hier werden ausschließlich chinesische Kamerasensoren genutzt. Mit welchem Resultat, das habt ihr ja im Video gesehen. Ich kann mich darüber nicht beklagen. Es ist natürlich kein Spitzenfoto-Handy, aber die Intelligenz des P70, also die Tiefenschärfe-Engine, wird versucht auszunutzen und ein einigermaßen gelungenes Ergebnis ist die Folge. Ihr habt also hier Möglichkeit, mit diesem Triebel-Objektiv Makroaufnahmen aufzunehmen, Weitwinkelaufnahmen aufzunehmen und normale Aufnahmen aufzunehmen. Hier wird die künstliche Intelligenz des P70 genutzt. Ihr habt AI-Einstellungen, die euch das Fotografieren erleichtern. Aber, liebe Freunde, die Kamera ab, das ist irgendwie sehr verworren. Wenn man gewohnte Kamera-Apps kennt, dann tut man sich hier schwer, die Orientierung nicht zu verlieren. Da mischen die Modis mit Einstellungen. Also das ist nicht so toll gut gelungen. Was mir sonst gefällt, alle Dinge sind in Deutsch. Das ist immer ganz toll wichtig. Also hier gibt es kein unübersetztes Menü, was da durchschimmert. Alle Grundfunktionen funktionieren tadellos. Die Sicherheit ist gegeben, die Fingerabdrucksensorerkennung ist gegeben, die Gesichtserkennung ist gegeben. Ein Sicherheitsmangel besteht, es ist ein Triebelschacht drin, der gestattet, also zwei Nano-SIMs einzulegen und eine Micro-SD-Karte. Nun ist aber leider diese Micro-SD-Karte nicht als Erweiterung des internen Speichers nutzbar, wie bei vielen anderen Smartphones, sondern ausschließlich als auswechselbarer Speicher. Das bedeutet, ich kann natürlich auch den Inhalt auf dieser SD-Karte nicht verschlüsseln. Das gefällt mir überhaupt nicht. Zumindest hätte man hier optional die Möglichkeit bieten können, die Speicherkarte auch als internen oder zur Erweiterung des internen Speichers zu nutzen. Denn dann hätte ich auch die Daten der Anwendung verschlüsselt auf dieser Karte abgelegt. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Ansonsten finde ich jetzt nichts, was mir sonst nicht gefällt. Alle anderen Dinge total gut. Und der auswechselbare Akku, der ist nahezu grandios. Er passt also sozusagen gar nicht mehr in die moderne Welt. Die Abnahme der Rückwand und der Abnahme des Steckers, das ist ja allen zuzumuten. Natürlich braucht ihr diesen Akku erst dann zu wechseln, wenn er müde geworden ist. Und das dauert dann schon über mehrere Jahre, ehe die Fähigkeit des Speichers dieses Akkus abnimmt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wem es gefallen hat, Daumen nach oben. Wem es nicht gefallen hat, ab damit in die Kommentare. Ich bin immer auf dem Wege, etwas zu verbessern. Und mein Hobby ist keine Professionalität, sondern ich mache das aus Spaß an der Freude. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.